Der hat dunkelblonde Haare, eine Brille und ein Dreitagebart. Und der hat immer eine Käppi fast auf, hüpft manchmal am Spielfeld ran, wie Rumpelstilzchen. Dann springt er mal hoch und macht so, yeah. Er hat eine Kappe, wo Pöhler draufsteht. Und nach dem Spiel kippt er sich immer eine Fulle Bier drüber. Der hat in Mainz Fußball gespielt. Der kann rote Karten geben und er kann gelbe Karten geben. Ja. Oder auch grüne. Ja. Der ist ein Schiedsrichter. Nee. Fußballtrainer. Der macht das alles, weil er Geld verdienen will. Er möchte reich werden. Manchmal sieht man ihn auch im Stadion oder im Fernsehen, wenn die gerade ein Spiel haben. Er erzählt, ob es gut gelaufen ist oder schlecht. Austricksen und ein Tor schießen, sagt er zum Beispiel. Er mag gern schwarz und gelb. Ja. Und er ist für ganz schön viele ein richtig guter Star. Was meint er wohl, wie der wohnt? Er hat ein großes Zimmer in einem Hotel, weil er wird ja so reich, weil er gewinnt ja viel, dann gewinnt er auch mehr Geld und kann sich so etwas leisten. Er hat ein großes Zimmer und hat ganz viele BVB-Aufkleber in seinem Zimmer. Da wohnst du bestimmt in so einem großen Haus. Alles von BVB. Ja. Ja. Und sein Haus sieht ganz groß, aber ohne Dach. Vielleicht in einer Villa sogar. In der Villa stehen immer ganz schön viele weiße Statuen. Und ganz viele weiße Wände und rote Teppiche sind auch. Der hat vielleicht ein Hochbett. Coole Möbel, großer Fernseher. Möbel in schwarz-gelb. Vielleicht hat er auch ein Zimmer mit ganz vielen BVB-Sachen. Da stehen vielleicht auch die Pokale. Die Meisterschale und der DFB-Pokal.